Rückstand, erster Zehner, Top-Time, Freiburger FC 0-1. David, am Schluss hast du den Sieg für deine Mannschaft festgehalten. Ja, wie geht's dir jetzt? Ja, also ich glaube, dass wir auf jeden Fall viel überstehen mussten. Pforzheim ist eine sehr gute Mannschaft, die haben es wirklich sehr gut gemacht. Und ja, es waren viele ganz knappe Duelle. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich den Sieg festgehalten habe. Es kam eigentlich gar nicht so viel Situation, sondern ich glaube, dass die ganze Mannschaft das super wegverteidigt hat und wir einfach mental sehr stabil geblieben sind und das vielleicht heute den Unterschied ausgemacht hat und wir sehr glücklich sind über die 3 Punkte. Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, der Sieg war unverdient. Aber angesichts des Chancenüberschusses von CFR wäre vielleicht ein Punkt gerecht gewesen, Punkteteilung. Was denkst du? Völlig unverdient, sage ich natürlich auch nicht. Wir haben auch alles reingeschmissen, was wir hatten. Aber ich denke, ja, ein Unentschieden hätte es auf jeden Fall sein können. Ich glaube, wir dürfen uns auf jeden Fall über ein Gegentor nicht beschweren. Aber es ist nicht passiert. Wir nehmen so mit, wie es ist. Und wir sind sehr glücklich über die 3 Punkte. Ja, jetzt habt ihr den ersten Sieg in der Oberliga im Pokal, seid ihr weitergekommen gegen Balinger SC. Ja, wie schätzt du jetzt die Situation ein? Ja, es war auf jeden Fall sehr wichtig, jetzt 3 Punkte zu holen nach dem Spiel gegen Neckarsulm. Das haben wir sehr, also unglücklich dann verloren. Da müssten wir eigentlich mindestens einen Punkt mitnehmen. Ich denke, für uns geht es einfach darum, so viele Punkte wie möglich zu holen. so schnell wie möglich. Und unsere Art des Fußballs durchzudrücken, auch wenn wir es heute auf dem Platz jetzt nicht unbedingt machen konnten. Wir auch viel lang spielen mussten, was wir jetzt nicht unbedingt wollen, aber im Endeffekt ist es ist Liga, es ist Oberliga und da zählen die Punkte am Ende. Ja, was denkst du, was kann man von eurer Mannschaft und sich von der Saison erhoffen? Ich will da gar nicht tief stapeln, aber wir spielen um Klassenerhalt und das ist das einzigste und das oberste Ziel und dafür werden wir alles geben in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Es wird eine sehr lange Saison. Jetzt kommen viele englische Wochen. Schauen, wie wir dort durchkommen. Aber ja, es sind noch viele Spieltage zu gehen. Und ich denke, am Ende mit dem Klassenerhalt, das ist unser großes Ziel und das wollen wir erreichen. Und was meinst du, wie gut die Mannschaft ist, um dieses Ziel erreichen zu können? Oder wird es knapp? Ich hab keinen Zweifel an der Mannschaft. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir das Ziel erreichen können. Und wir sind eine sehr junge Mannschaft. Wir müssen einfach noch an Erfahrungen dazu gewinnen. Und ich denke, über so Spiele, da haben wir jetzt gezeigt, dass wir auch ein 1-0 über die Zeit bringen können. Und es wird öfter mal enge Spiele geben. In der Oberliga sind viele Spiele eng. Das müssen wir einfach lernen insgesamt. Und ich glaube, da kann was richtig Gutes entstehen diese Saison. Und ja, wie gesagt, wir haben das Zeug für den Klassenerhalt und ich bin mir zu 100%ig sicher, dass wir das auch erreichen werden. Aber wir müssen viel dafür investieren. David, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Dankeschön. Ciao.